Meine Empfehlung wäre, dass man Tonleiterfingersätze immer beim Grundton anfängt. Aus mehreren Gründen. Und zwar, einer ist eine Gehörbildungsgeschichte. Wenn du da beim Fis anfängst, ja, dann hört sich das nicht so richtig wie die Tonleiter an, die du eigentlich spielen willst. Es klingt wie so eine irgendeine. Wie eine andere Tonalität. Das klingt nicht wie. Das hat was mit unseren Ohren zu tun, weil jeder Ton kann theoretisch ein Grundton sein, kann ein Akkord drunter liegen und so. Und das ist Punkt 1. Du willst hören, du hörst das auch, pass auf. Cis. Ah, Cis. Die Auflösung, genau. Dass dein Ohr sagt, ach ja, hier ist ja der Grundton. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du die Tonleiter schnell in anderen Tonarten findest. Weil, wenn du jetzt hier dir gemerkt hast, für die Cis-Moll fange ich hier an. Und das ist irgendein Ton. Wenn ich jetzt sagen würde, spiel mir die Asmol-Pentatonik oder Desmol oder was auch immer oder Gismol, dann fängst du wieder von vorne an. Wenn du aber gelernt hast, ey, warte mal, dort ist das Cis und wenn ich das hier spiele, ist das die Cis-Moll-Pentatonik. Dann kannst du das hier einfach nehmen, irgendwo anders hinschieben. Wenn jetzt Asmol-Pentatonik. Kannst du hier spielen. Dazu dient das dann. Wenn du damit improvisieren willst in anderen Tonarten, manchmal bei manchen Songs kann man ja auch zwei, drei verschiedene Pentatoniken benutzen, Tonarten, ja, weil entweder weil sich im Stück die Tonart ändert oder weil über einen Akkord mehrere Pentatonikarten drüber passen sozusagen. Und dann könntest du dich niemals orientieren, weil du hast jetzt quasi auswendig gelernt, was nicht schlimm ist. Hier fängt Cis-Moll an. Aber du weißt nicht warum und wo das, also du wusstest schon, wo das Cis ist, aber du weißt, was ich meine. Du kannst es schlechter verschieben. So, kannst du mir folgen, wie ich meine, dass du dann jederzeit anfangen kannst? Dann spiel mir mal jetzt nochmal die Cis-Moll-Pentatonik vom Grundton aus. Und? Die Idee ist, mein Vorschlag wäre, einfach aus Gründen wieder mit dem Gehör und der Orientierung, fang bei einem Grundton an. Du musst auch übrigens nicht immer beim tiefsten Grundton, es gibt ja hier noch einen Grundton zum Beispiel, ne? Wie du das möchtest. Du fängst beim Grundton an, spielst bis zum höchsten Ton, gehst dann, wenn du oben bist, zurück bis zum tiefsten Ton und gehst wieder bis zum Grundton zurück. Das klingt dann so, ja, pass auf. Fertig. Und jetzt hörst du das, bam, ah, da sagt er nur, ach, jetzt bin ich fertig, ich bin zu Hause angekommen, ne? Alternativ. Damit es nicht zu langweilig wird, du kannst natürlich auch zuerst zurückgehen. Pass auf. Jetzt bin ich erst von dem Ton die Tiefen, dann bin ich bis zum höchsten wieder zurück. Ne? Also die Reihenfolge ist egal. Am Ende willst du ja überall dich auskennen. Das wäre einfach meine Empfehlung aus den zwei Gründen. Du kannst es dann besser in andere Tonarten übertragen und du hörst immer, wo der Grundton ist. Du lernst dann. Die Tonleiter hat ja, jede Tonleiter, jeder Ton hat ja eine Spannung und das lernst du dann. Hier ist die Auflösung, hier ist ein Spannungston, hier geht die Tonleiter so weiter. Ne? Da hörst du die Melodien gleich richtig. Jetzt machen wir das mal gleich als Test. Spielen wir mal diesen Fingersatz, so wie wir es gerade geübt haben, als F-Moll-Pentatonik. Was musst du da tun? Mit dem Fingersatz, das bedeutet, so wie du hier gestartet hast, auf der A-Seite das F suchen. Hast ein bisschen abgekürzt, aber das ist der Effekt, weil wenn jetzt das nächste Lied in F-Moll ist, kannst du dann hier spielen plötzlich, ne? Du hast absolut recht, so fangen ja die meisten an. Du hast meistens ist es ja dann in A-Moll, du kennst ja deinen Pattern und dann lernst du irgendwie und so gehen die Töne hier weiter. Und so gehen die Töne dann hier weiter und dann hat man so einen Bereich, wo man sich auskennt. Meist gibt es dann auch viele blinde Flecken auf dem Griffbrett, wo man dann nicht so richtig weiß, aber so, man hat so seine Starts und Ending-Slides und was weiß ich. Das Problem dabei ist, dass man dann meist auch immer gleich anfängt, weil wenn jetzt du sagst, du hangelst dich von einem Fingersatz zum nächsten. Das heißt, wenn jetzt das Lied in F-Moll ist, musst du erstmal hier eine Weile spielen. Dann orientiert man sich so. Ach ja, dann bin ich ja mal hier rübergerutscht. Dann
Das ist so ein bisschen so Trial and Error, bis man sich sicher fühlt. Dann rutscht man einen weiter. Ach ja, stimmt, da habe ich ja immer so weitergespielt. Man ist nicht wirklich sicher. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man nicht wirklich super spontan die Tonart wechseln kann. Ich geb dir ein Beispiel. Ja? Sagen wir mal, ganz, ganz simples Beispiel, was tatsächlich so vorkommen kann in einem Stück. Ich mache dir das noch ein bisschen runter, dass du es besser sehen kannst. Ich mache einfach C-Moll und dann F-Moll. So, dann mache ich mir jetzt so ein kleines Backing, pass auf. Da würden jetzt die meisten, ach, das ist ja in C-Moll, super, und dann nehme ich hier meine Lieblings-Pentatonik-Position und spiele dann meine C-Moll-Licks. Ist vollkommen legitim. Okay, was du jetzt aber machen kannst mit diesem neuen Wissen, was du gerade einfach nur, ich lerne, wo der Grundton ist, jetzt hast du ja gerade gemacht, warte mal, hier ist doch auch die F-Moll-Pentatonik. Das heißt, ich könnte doch, wenn das F-Moll kommt, einfach in diesen anderen Fingersatz wechseln. Und zwar nicht so plump hier, man könnte es ja auch so machen. Jetzt bin ich in dem Fingersatz und jetzt rutsche ich hier rüber. Und jetzt rutsche ich wieder zurück. Und jetzt rutsche ich ganz hier rüber. Sondern jetzt, da du weißt, ey, hier ist doch auch ein F. Und jetzt kann ich diesen anderen Fingersatz einfach dort anfangen und dann kannst du viel smoother viel die Verbindung, weil du musst da nicht unterbrechen im Spiel, um die Position zu wechseln, sondern du kannst einfach sagen, hier an dieser Stelle gibt es doch auch diesen F-Moll-Fingersatz und dann spielst du es dort, pass auf. Ja, ich mache es offensichtlich, ich spiele erst ein Pentatonik-Fingersatz von C-Moll. Und jetzt ist das der F-Moll. Ah, verspielt. Nochmal. Mach's nochmal. Ich spiele einmal diesen C-Moll. Und dann spiele ich den anderen, den wir gerade gemacht haben, hier vom F aus, wenn das F kommt. Ich will dir nur zeigen, jetzt wechselst du zwischen den Fingersätzen, du wechselst die Tonart, du spielst einmal C-Moll-Pentatonik, einmal F-Moll-Pentatonik, aber nicht, indem du den gleichen Fingersatz einfach woanders spielst, sondern hier. Das war jetzt nicht das beste Beispiel, weil wir mussten jetzt noch einen Schritt nach darüber gehen. Es gibt natürlich auch eine F-Moll-Pentatonik genau in der gleichen Position, aber wir hatten jetzt mit der angefangen und ich wollte das jetzt einfach demonstrieren, dass du siehst, das hat mehrere Vorteile, das so zu können. Du hast recht, das muss man ein paar Mal üben. Du hast ja das heute jetzt auch für diese Stunde zum ersten Mal vorbereitet. Und das war nur für mich, für die Motivation für dich, dass du sagst, ey, das lohnt sich ja, das zu lernen, wo dieser Grundton ist und so. Und das übst du genau, wie du das mit diesen Solo- und den Akkordtönen geübt hast oder so. Da machst du dir mal so einen Backing-Track an und dann, wenn du dann ein paar Mal zwischen den Zweien hin und her gewechselt hast, dann findest du dann auch immer besser die Wege zwischen diesen beiden. Das kann man nicht intellektuell lösen, das muss man dann wirklich eben machen. Spielt ein bisschen mit dem einen, spielt ein bisschen mit dem anderen. Irgendwann wird man immer fitter, die miteinander zu vermischen, weil man immer mehr sieht, schon im Vornherein. Ich spiele zwar gerade noch C-Moll, aber hier ist ja der Ton dann für F-Moll und so, man sieht es dann irgendwann voraus. Lass uns mal noch durch die Pattern gehen, weil die sind für meinen Geschmack noch nicht super sicher. Weil du hast ja gemerkt, das Wechseln der Pattern, da braucht man dann nochmal so eine Gehirnleistung. Und wenn du dann drüber nachdenken musst, oh, war das jetzt dritter oder vierter Finger? Du hast dich immer hier, ah nee, das war ja der, hast dich noch verspielt. Das ist nicht schlimm, das ist ganz normal. Weil das war jetzt noch schwerer, weil wir zwei Tonleitern hatten. Aber mein Vorschlag wäre, lass uns die, ich zeig dir, wie du das übst, dass du die noch ein bisschen sicherer drauf hast. Und dann kannst du anfangen, in einem Song, wo es einfach passt, die miteinander zu vermischen. Mir war klar, dieses Pattern hier, das ist auch quasi das, was am unbeliebtesten ist. Das hast du ja gemerkt, weil da gibt's, einmal muss man in die Richtung rutschen, einmal in die. Das benutzen die wenigsten. Da sind die wenigsten fit drin. Und das ist auch immer so eine typische Abfrage von mir. Lass uns mal mit dem spielen. Und dann, oh Mist, da ist es schief gegangen und so. Das ist nicht schlimm. Aber auch was ich von meinem Gitarrenlehrer mal gelernt habe, das war noch in der Musikschule,
der hat halt gesagt, die einfachen Sachen, das hat alles schon AC/DC gemacht. Und deshalb, wenn du so einen Pattern nimmst oder so einen Akkord, der ein bisschen doof zu greifen ist oder der nicht so oft verwendet wird, schreibst du eher einen Song, den es noch nicht gibt, als wenn du eine Akkordfolge oder einen Pattern nimmst, was schon eine Million Leute gemacht haben. Das hat mich immer inspiriert zu sagen, ey, warte mal, hier in diesem anderen Pattern müssen doch auch geile Licks drin sein, die jetzt aber nicht jeder spielt. Hier muss auch sich was verstecken. Und der einzige Trick, ist kein Trick, den Standardfingersatz, wo du sagst, das ist der erste, den haben wir ja zuerst gelernt, den können wir am allersichersten und das ist auch der, den wir in jeder Situation so quasi wie ein Reflex, oh, jetzt gehe ich erstmal da, wo ich mich auskenne, benutzen. Und deshalb bleibt der auch immer der sichere. Und da ist eine gute Lösung zu sagen, ich benutze den jetzt mal eine Zeit lang nicht oder nicht als erstes, sondern den ich am schlechtesten kann. Den hier. Weil oft ist es so, man denkt, oh, ich habe ja keine Ideen, hier sind keine coolen Licks, ich kann ja nichts oder so. Und ich sage dir, wenn du das, du hast ja selber die Erfahrung schon gemacht, wenn du jeden Tag ein bisschen damit improvisierst, du wirst hier Läufe finden, weil das liegt in der Natur der Gitarre da. Es sind immer dieselben Töne. Wenn du es als Noten aufschreiben würdest, ist jeder Fingersatz dieselben Töne, bloß eine unterschiedliche Tonhöhe. Der fängt vom Fis an, was tiefsten Ton ist und hat einen höchsten Ton. Ne? Aber rein vom Material, was du verwenden kannst, wenn du jetzt ein Komponist wärst, wirst du sagen, warum brauche ich denn die unterschiedlichen Positionen? Es sind ja immer dieselben Töne. Das wird ein Komponist, ein Komponist würde die Töne an sich sehen, sagt, soll man dasselbe. Da die Gitarre aber aufgrund ihrer Bauart, dadurch ergibt sich, dass bestimmte Sachen sich nicht anders greifen lassen. Ich gebe dir ein Beispiel. Bestimmte Töne, die zusammenklingen. Das kann ich hier super easy spielen. Dieselben Töne, eine Position weiter. Das habe ich gemacht. Ich habe Cis und H klingen lassen. Geht technisch gar nicht. Weißt du, was ich meine? In der Position ist es technisch möglich, diese zwei Töne klingen zu lassen. In der hier nicht. Dafür ist in dieser Position möglich. Da muss ich picken. Das ist technisch beschissen. Hier kann ich keinen Hammer-on-Pull-off zwischen diesen zwei Tönen machen. Das heißt, was bedeutet das? Jede Position hat natürlich ihre Einschränkungen, aber wir wollen es positiv sehen. Jede Position hat andere Möglichkeiten. In dieser lassen sich genau, das ist ein Cis und ein B, lassen sich super zur gleichen Zeit spielen. Das klingt so ein bisschen scharf. Das kann ich aber nur hier machen. Aber hier kann ich so ein Hammer-on, Pull-off, Triller, irgendwas machen. Das geht hier nicht. Das gilt für alle möglichen Tonkombinationen. Bestimmte Tonkombinationen sind in bestimmten Fingersätzen leichter zu greifen oder überhaupt erst möglich und in anderen nicht. Und das sieht der Komponist, der nur nach den Tönen geht, nicht. Der sagt, ich will jetzt hier einen Triller haben oder ich will das und das. Der schreibt dir nur Töne. Aber du als Gitarrist hast ja auch dieses Lick zu spielen, das geht hier beschissen. Es liegt nicht so gut in der Hand hier. Oder das liegt hier einfach super gut in der Hand. Das ist ja die Standardposition. In anderen nicht so gut. Aber so wie dieses Standard-Blues-Leg, was super geil ist und jeder spielt, von so einer Art, von so einer Qualität, wenn du so willst, gibt es in jeder Position Dinge zu entdecken, die nur dort so geil gehen und klingen. Das soll als Motivation dienen. Mit jeder Position kann man sich beschäftigen und man findet was, was dort cool ist. Das, was wir jetzt machen, so würde ich an deiner Stelle jeden Fingersatz, egal welche Tonart, welche Tonalität, ob du dann irgendwann mal harmonisch, moll, melodisch, moll, was auch immer du irgendwann mal jemals üben möchtest, machen wir das. So würde ich das üben. Du hast ja gemerkt, wenn ich gesagt habe, spiel das mal woanders, da ist man so ein bisschen unsicher. Weil, obwohl das so geil ist auf der Gitarre, dass man verschieben kann, die sind trotzdem nicht so sicher, dass wenn du das noch nie gemacht hast, dass das gleich klappt. Deshalb trainieren wir das. Und im Idealfall übt man das im Quintenzirkel. Das heißt, wir haben jetzt in Cis angefangen,
Kennst du den? Den musst du nicht auswendig lernen. Den kannst du dir auch einfach ausdrücken, drucken und irgendwo hinkleben und dann guckst du das einfach nach. Es gibt Leute, die üben das chromatisch nach oben, also immer in Halbtönen. Die würden jetzt sagen, ich spiele erst Cis. Jetzt gehe ich Halbton höher. Bin ich nicht der größte Freund drüber, weil das ist irgendwie leichter. Wir üben das mal ganz kurz im Quintenzirkel. Ich sag dir einfach die Position an. Du übst es jetzt im 11. Bund. Das heißt, der erste Ton, wo du startest, ist im 11. Bund. So, wenn ich so geübt habe, dann fühle ich mich wohl, weil ich habe alle Tonarten gespielt. Gibt auch Leute, die sagen, das ist fürs Gehör wichtig, dass man jede Tonart mal gehört hat oder so. Kann man spekulieren, kann sagen, ist scheiße, ja, was ich höre. Aber ich sag's dir dazu. Also es gibt Leute, die sagen, man muss auch die Höhen und Tiefen des Instruments mal gespürt und gehört haben. Und vor allem, du hast jede Position einmal durchgespielt. Und du hast gesehen, so lange dauert's nicht. Das könnte man jeden Tag mit jedem Fingersatz machen. Weil oft ist es ja so, oh, jetzt, wie oft soll ich denn noch hoch und runter spielen? Aber sowas... Jetzt in der Position, jetzt hier, das ist wie eine Aufgabe, die man so sagen kann, die check ich ab. Und du kannst das mit dem Quintenzirkel machen, den ausdrucken und dann ist egal, in welche Richtung du auch gehst, einfach irgendwo anfangen und dann weitergehen. Du kannst auch einfach +7 Bünde oder -5 rechnen. Das ist das Gleiche, technisch gesehen. Ja. Ja? Das heißt, fängst im 4. an, gehst 7 Bünde hoch, weil du kannst jetzt nicht 5 zurück, da ist kein Bund mehr. Also 7 hoch und dann entscheidest du dich, gehe ich nochmal 7 hoch oder gehe ich jetzt 5 zurück? Und dadurch kommst du durch den Quintenzirkel und dann kommst du am Ende wieder am Anfang raus, genau. Und dann weißt du, ich habe alle Tonarten geübt und du hast ja gemerkt, diese Art der Wiederholung, am Anfang warst du dir unsicher und mit der Zeit war, dass ich dich woanders hingeschickt habe, nicht mehr so schlimm. Dann hast du es gespielt. So. Natürlich, hier ist auch die Streckung meist größer oder so. Also, aber jeder hat so seinen Wohlfühlbereich. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang früher immer, weil ich die ganzen Metallica-Solos gelernt habe, ich habe immer nur hier vorne gespielt, ja. Und dann hatte ich einen Lehrer, der hat gesagt, du bleibst jetzt mal hier in diesem Bereich. Das war für mich erstmal, hä, hier konnte ich nichts, egal was, da habe ich einfach nichts gesehen. So, das ist eine Gewohnheitssache, ja. Und als ich dann mich mit Country beschäftigt habe, da passiert viel hier vorne, weil du halt diese Sounds... hier alles hier vorne hast, da war es wieder... ist alles neu, so. Das ist ganz normal. Und dann habe ich jahrelang nicht hier vorne gespielt und dann sollte ich wieder, komm, wir machen mal wieder so Metal-artig. Ich bin ja auch kein Metal-Gitter, das Metal-artige Solo ist hier. Fuck, ich habe lange nicht mehr hier oben, hier ist alles so dünn, da kannte ich mich da wieder nicht mehr aus. Das ist auch eine Gewohnheitssache. Also bei den Jazzmusikern weiß ich, die sagen, du solltest, also die üben Tonleitern und alles eigentlich, sagen vom tiefstmöglichsten Ton des Instruments bis zum höchstmöglichsten. Die wollen alles einfach... Bei denen geht es ja auch darum, die wollen alles parat haben. Bei denen, die sagen, ich improvisiere, ich weiß nicht, was passiert, während ich improvisiere und ich will nicht irgendwo hinkommen, wo ich nicht geübt habe, wo ich mich nicht auskenne. So. Ob wir das als Rock, Pop, irgendwas Musiker so üben müssen, ist dahingestellt. Aber ich finde das einen coolen Ansatz. Ich fand das immer geil zu sagen, ey stimmt, warum kann ich das nicht hier im Tiefen spielen, hier in der Mitte, hier oben, warum kann ich das nicht hier ganz hier oben spielen? Ne? So. Hier übe ich nie. Wenn ich jetzt mein eigener Lehrer sein müsste, würde ich mir jetzt sagen, Sebastian, wir üben jetzt mal, weil du benutzt das erstens nie, du hast die Bünde bezahlt, du wolltest eine Gitarre mit 24 Bünden, hast es bezahlt, spielst hier nie. So. Ich würde sagen, probier doch wenigstens mal ein bisschen was zu finden, aber kommt bei mir praktisch auch halt in der Musik, die ich mit meiner Band spiele, kommt hier jetzt irgendwas spielen selten vor. Und deshalb würde ich mich jetzt hier, wenn ich jetzt hier spielen müsste, wenn ich jetzt mein Lehrer wäre und sagen würde, spiel mal hier die ganzen Tonleitern, würde ich mich jetzt auch hier verspielen, weil ich es so selten benutze. Aber nicht, weil das schwerer dort ist oder hier oder irgendwo, sondern es ist immer ungewohnt, einfach nur. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Fingersatz. Das haben wir uns ja mit dem einen beschäftigt, aber was du hier mitgenommen hast, warum ich das gemacht habe, ist die Übemethodik. Du übst den Fingersatz, bis du den kannst, vom Grundton, und dann übst du den durch alle Tonarten. Wie du das letztendlich machst, du kannst auch Karteikarten ziehen, ist vollkommen egal, aber die Idee ist, jede Tonart mal gespielt zu haben und dann bist du safe, dann kannst du den. So, jetzt nehmen wir den nächsten Fingersatz. Er fängt mit dem Zeigefinger dort an, beim Cis. Da fängst du auch jetzt bitte beim Grundton an. Genau, mach mal.
So, wenn ich ganz wenig Zeit habe und jetzt nicht sage, oh, ich kann heute nicht irgendwie alle 12 Tonarten durchspielen, dann suche ich mir nur ein paar raus, meistens welche, die weit entfernt sind. Und die weiteste Entfernung sind 6 Halbtonschritte, jetzt im Quintenzirkel, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist der Tritonus. Das wäre jetzt in dem Fall, spiel mal in G-Moll, das heißt, es ist der 10. Bund bei dir. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!